Also die Variablen-Deklaration wird hier hochgezogen und es erfolgt keine Initialisierung. Das alles andere ist hier gleich. Und hier ist jetzt die Main-Prozedur. Diese Funktion heißt Fakultät. Und jetzt kann ich hier wiederum in Klammern Ausdrücke schreiben. 6, 3 und 3, also in dem Fall Literale. Und wenn diese Funktion jetzt hier aufgerufen wird, passiert Folgendes. Diese lokale Variable Zahl wird angelegt und wird in diesem Fall initialisiert mit 6, sodass die Fakultät von 6 berechnet wird. An dieser Stelle wird halt Zahl ersetzt durch 6, den Inhalt dieser Variable. Wenn ich aber Fakultät mit dem Wert 3 aufrufe, wird die lokale Variable Zahl mit dem Wert 3 initialisiert. Das heißt, es wird Fakultät von 3 berechnet, weil hier an dieser Stelle ja der Wert 3 quasi steht. Das ist das Parameterkonzept. Ich brauche jetzt nur noch eine Funktion, eine Prozedur und eine lokale Variable wird eingeführt hier als Parameter und die wird erst initialisiert beim Aufruf durch entsprechende Werte, die ich durch Ausdrücke berechnen kann.